Cause I'd your tiny mind and look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say. Hallo! Hallo, es ist wieder Donnerstag. Ja, und wir sind wieder dran. Naja, und diese Woche ist das Thema. Das Wochenthema lautet Outing und wie das Umfeld damit umgegangen ist oder umgeht. Genau, wir haben ja vor 2 Wochen schon ein Video gemacht, wo wir über das Outing geredet haben und da haben wir eigentlich schon so ein bisschen über unsere Geschichte erzählt, also wie die Menschen darauf reagiert haben, aber gehen jetzt gerne nochmal darauf ein, auch wenn Jana jetzt lachen muss. Tut mir leid. Ich war gestern krank, jetzt muss ich mal wieder alles aufholen. Also, erstmal dazu. Später kommt dann die Auflösung zu der Kuhwiese. Naja. Wir haben sowieso einiges heute vor. Okay. Also erstmal zum Wochenthema. Wochenthema, genau. Wie haben die Leute darauf reagiert, dass wir ein Paar sind? Als erstes deine Familie. Meine Familie hat darauf sehr gut reagiert. Deiner Familie haben wir es nie richtig gesagt, es war irgendwie klar. Ja, wir haben eigentlich irgendwie wussten die das alle. Und meine Familie hat halt sehr gut darauf reagiert. Freunde haben gut reagiert und manche haben negativ reagiert. Was sagst du? Ja. Jetzt zu deiner Familie? Meine Familie hat es als erstes ein bisschen als Phase abgestempelt. Und ganz am Anfang. Genau wie bei Cassandra. Genau wie bei Cassandra, genau. Und ganz am Anfang hat mein Papa gesagt, oh, dann gibt's wohl erstmal keine Enkelkinder. Also insgesamt haben unsere Familien gut damit umgehen können und unser Freundeskreis. Der Gute schon, der Schlechte. Der Gute? Was ist der Gute und der Schlechte Freundeskreis? Ja, der Gute ist nur die besten Freunde und der Schlechte ist die Bekanntschaften. Das zählt man auch zum Freundeskreis, das ist ja eigentlich irgendwie eine schwache Leistung. Dass man Bekannte zu Freunden ist. Okay, also ihr wisst, was wir meinen. Aber wenn ihr Wert darauf legt, wie der Umkreis damit umgeht, der Umkreis damit umgeht, dann könnt ihr euch sowieso, glaube ich, nicht outen. Doch. Aber schlechter, so wie wir ungefähr. Also wir haben uns schlecht geoutet. Schlechtes Outing. Schlechtes Outing. Also Cassandra war selbstbewusst. Und wir nicht. Wir nicht. Wir gar nicht. Aber jetzt mittlerweile auch. Ja. Naja. Aber Cassandra hat auf jeden Fall völlig recht, wenn man sagt, wenn man sich selbstbewusst outet, wenn man sagt, ich bin lesbisch. Top. Ich könnte ganz vielleicht mehr oder weniger auf Frauen stehen als auf Männer. Ach, obwohl Männer auch nicht so schlecht sind. Schlecht. Nee. Ganz schlecht. Ja, das war es dann auch irgendwie zu dem Thema. Schon zum Thema. Unsere Witze im letzte Woche waren nicht so der Brenner. Nicht so der Brenner. Abgeleitet von Burner. Also, wir haben schon mitbekommen. Aber danke für eure Kommentare, dass wir haben uns echt Mühe gegeben mit dem Video, also mit den Effekten und so, dass man auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln kann, was ja auch die meisten von euch haben, das freut uns. Und des Weiteren nennt man eine maskuline Lesbe Butch und nicht Butch. Butch und nicht Butch. Haben wir uns echt falsch angewöhnt durch einen Scherz bei IKEA mit Freunden. Naja. Genau. Also sag Butch. Und nicht Butch. Ist eigentlich egal. Ich glaube, die Begriffe kennen, die wissen, was ihr meint. Wusstet ihr, was wir meinen? Ach, das ist übrigens unsere Babykatze. Zum nächsten, zum... Ach genau, wir haben gedacht, ja Mensch, hier sind ja so wenige Nosy Rosies am Start. Machen wir mal was Besonderes oder denken wir uns mal was aus. Und wir wollen nächste Woche, wenn wir Zeit haben, ein Kuchen oder ein Nosy Kuchen, Rosy,
The Nosy Rosy Kuchen backen oder ein The Nosy Rosy Lied schreiben und machen. Also schreibt uns, was ihr als erstes wollt. Wir machen nämlich irgendwie beides. Wir haben nämlich Lust auf beides. Besonders auf Backen. 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 Backekuchen. Der Bäcker hat gerufen. Wer will feinen Kuchen backen? Der muss haben 7 Sachen. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gut. Schieb in den Ofen rein. Warum braucht man Schmalz für einen Kuchen? Schmalz ist Fett. Ja, stimmt. Ich denke immer Schmalz, den man sich aufs Brot schmiert, also mit diesem, ja, keine Ahnung, was das Schmalz ist. Genau, ihr könnt ja mal schreiben. Salzkörner. Ihr könnt ja mal schreiben, habt ihr schon mal Schmalz im Kuchen verwendet? Ich nicht. Okay. Ja. Jetzt kommt natürlich das große Auflösung. Die große Auflösung. Dingsbums da. Das war mal ein falsches Lied. Was macht eine lesbische junge Dame auf einer Kuhwiese? Oder was macht eine Lesbe generell auf einer Kuhwiese? Ja, also ihr macht auf der Kuhwiese. Also, ihr geht rüber. Einfach um nach Hause zu gehen. Machen wir. Sich über den Witz kaputt lachen. Über den Witz, was eine Lesbe denn dort macht. Oder wir fragen uns, wir gucken nach, ob sie wirklich lila sind, die Kühe. Oder auch eher nicht. Oder wir schauen die Kühe einfach nur an. Das mache ich auch ganz gern mal, weil ich nämlich dann doch ein bisschen Respekt vor den Kühen hier habe. Wie nämlich, ja, vor den Kühen hier schon, ey. Die sind so 1000 Millionen Tonnen schwer und haben Hörner. Und die sehen so aus, so, oh, ich greife dich gleich an und so. Deswegen muss ich die immer ein bisschen im Auge behalten. Ja. Wir picknicken oft auf der Kuhwiese. Packen Päckchen aus, die wir hier ins wunderschöne Baskenland geschickt bekommen. Genau, die haben wir bis jetzt öfter mal da ausgepackt, als wir da mit so einer Decke und dann so... Boah. Genau, sonst? Naja, rumhüpfen, ne, ganz klar. Oh. Mit unserem kleinen Babychen. Unserem Au-pair-Babychen da. Unserem Au-pair-Babychen. Rumschubbern. Schubbern. Wer weiß, was Schubbern ist, bitte runterschreiben. Und was auch sehr beliebt war, beziehungsweise zwei haben es geschrieben, Kühe schubsen. Wer da übrigens eine genaue Anleitung will, bitte an Sie. Eistee-Trinker. Genau. T groß und E groß. Also beim Eistee, ne, das E groß. Okay, genau, weil da, also... Am Anfang. Genau. Da kann man, und zusammengeschrieben. Da kann man eine genaue Anleitung bekommen, wie man Kühe schubst. Was wir auch mal machen sollten, aber bei diesen. Warum nicht? Die sind viel zu groß und außerdem die armen Kühe. Bei diesen Kühen, also die schubsen uns um. Die sind nicht mehr, genau. Die sind ein bisschen groß. Und fett. Ja, also schreibt uns, genau, schreibt nochmal zusammengefasst. Nochmal zusammengefasst, Outing. Die meisten Menschen haben gut reagiert, wurde als Phase abgestempelt. Bei manchen Freunden kam es nicht gut an. Das sind dann aber nicht eure richtigen Freunde. Wollt ihr einen Nosy Rosy Kuchen oder wollt ihr ein Nosy Rosy Lied? Oh, ich kann den nicht mehr hören. Okay. Was noch? Mehr nicht. Mehr nicht. Okay. Also, hoffentlich nächstes Mal mit einem Thema, wo wir mehr zu sagen können irgendwie. Weil wir jetzt gerade total Lust haben, viel zu reden, aber wir wissen nicht, über welches Wochenendthema. Wochenthema. Okay, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und eine schöne Woche bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Oder vielleicht früher, wann wir das Video reinstellen. Donnerstag. Donnerstag, okay? La Jefa sagt Donnerstag. Also Donnerstag. So sieht's aus. Okay, haben wir noch was zu sagen? Nein. Nein. Okay. Also bis dann, ne? Tschüss. Tschüss, bis dann. Auf Wiedersehen. Liebste Grüße. Tschüss.